Uhr haben wir denn? 3:30 Uhr. Das sieht ja ganz gut aus. Isengard. So. Ja. Das ist auch da. Ja. Ja, genau, das lasse ich da. Ja, ja. Hast du einen Plan? Ja. Ja, ja. Nee, der ist scheiße. Ich habe einen Plan. Und zwar, wenn es hell wird, laufe ich zufälligerweise wieder mal. Run. Und zwar, ich bin... Nur kein Stresscable. Wo ist die Wasserwaage, Devil? Rauch's doch einfach weg, das Gras. Ja, die Wasserwaage brauche ich nicht. Ich habe saugutes Augenmaß. Warum ist das hier so angehoben? Ist das Ding, wo du warst? Nee, das ist da unten. Das war da. Weiß ich's nicht, es könnte ein Kornkreis sein, aber... Das war da. Also. Ah, okay. Vorsicht. Oh. Ja. Ah! Oh, shit! Komm auf! Oh, nö! Nicht mein Garten, ihr Schweine! Ah! Kacke! Komm hoch! Ich lauf! Die laufen auch! Oh, da kommt der jetzt! Hier, der dicke Sack mit der scheiß Eisrüstung kommt gleich nicht hoch! Oh Gott! Ja! Ja, ich will nicht! Aha, ihr kommt hier nie hoch! Aha! Ja, toll! Nicht gegen Beton! Bist du bescheuert? Wir haben jetzt gerade keinen Beton zu reparieren, ihr Schweine. Ist er tot? Ja, ja. Sicher? Ja, ich bin versteckt. Muss er tot sein. Wir sind in meinem Garten. Da kommen sie. Wir probieren, wir üben schon mal für die Berg. Genau. Gucken wir, ob die Verteidigung schon mal so funktioniert. Kommen da noch mehr? Weiß nicht, aber das macht es irgendwie auch spannend, wenn man nicht sieht, ob die Gegner den Hügel hochkommen oder nicht. Die Grünsirpen. Zurück. Aber da muss ich unbedingt mal hin. Da, das interessiert mich irgendwie, was es ist. Das da. Ja, ja. Nee, das ist das Haus. Das ist einfach nur ein Haus. Aber warum ist es so. Oder ist es auf dem Hügel? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so ein Gebäude, was halt so ein gewisses Areal außenrum braucht und das Spiel hat es halt einfach da reingeklatscht. Weil wenn du überlegst, also hier war die Wüste, gell? Ja. Weil ich bin ja hier entlang gelaufen da. Ja. Warum, hä? Ja. Das sieht aber genauso aus wie da oben. Ja, dann wird es auch Wüste sein. Wahrscheinlich hatten wir einfach nur Pech bis jetzt und keine Ölschiefer gefunden. Was sind überhaupt die schwarzen Flecken? Ist das Kohle? Ich glaube eher, das sind Steine. Warte mal, zoom nochmal ran. Ja, genau, geh mal ein Stückchen nach unten. Da unten ist auch so ein Ding. Ah. Ich glaube, da ist einfach nur ein Haus. Ja, das ist so ein Haus und das Areal außenrum ist einfach angegradet. Also. Das kann sein, ja. Also, im Prinzip das, was wir hier auch gemacht haben. Das sieht wahrscheinlich auf der Karte jetzt ähnlich aus. Wollte ich gerade gucken. Ich guck jetzt mal, wo die sind. Uns ist eher angeebnet. Oh. Sind sie noch da? Ja. Loser! Viel tot. Ja. Da sind immer ihre scheiß Sandwiches dabei. Halt, wir brauchen ja... Da hinten kommt einer. Ja. Da hinten. Ganz da hinten. Verpisst euch aus meinem Garten! Ich glaube, es hakt! Ah. Das ist kein Gefängnis! Das X markiert die Stelle, wo sie zum ja, ja. Sind. Die Wiese da alle rumhoppeln, ey. Die machen mir schon wieder alles verreckter. Wahrscheinlich machen sie gerade auch die Erde kaputt. Wart nur ab, wenn es 6 Uhr morgens ist. Da wird da unten aber erstmal aufgeräumt. So, wo ist meine Axt? Ist mit der Axt das runter? Nein, aber wir brauchen die Knochen ins Fleisch. Ja, damit. Gibt's gar keine Knochen. Nur irgendwie, Fleisch. Irgendwie kriege ich nur Fleisch, ne? Vielleicht musst du da was anderes drauf. Warte mal. Messer vielleicht. Nur mit dem Messer drauf. Oder da. Halt, nee, warte mal, haben wir bestimmt dieses Brot nicht gebraucht? Nee. Okay.
Ich glaube, wenn du die mit dem Hammer zerlegst, kriegst du Knochen. Du musstest ja unbedingt einen Weg bauen. Eins, zwei, drei, vier. Ich sehe. Fünf, sechs. Also würde ich nicht allein runtergehen. Ja, da zuppelt momentan. Aber da zuppelt aber da drüben noch einer rum. Hinter dem Baum, glaube ich. Nicht kaputt machen. Bitte. Ich fahre gleich mit meinem Moped runter. Ich habe getankt. Wo ich die alle treffe von hier aus? Pfui! Gespürt. Oh. Kommen sie? Naja, aber ich habe wahrscheinlich gerade voll meinen Pflastersteinrahmen getroffen. Der war ein bisschen off. Okay, dann machen wir ein Stückchen hoch vielleicht. Oh, ja. Ach, der ist viel zu hoch, glaube ich. Ich glaube, weil wir so hoch sind. Warte mal, ich probiere es mal gar nicht mal so weit drüber zu ziehen. Immer noch nicht. Ein bisschen tiefer. Ich treffe die Eule halt nicht. Ich kriege aber auch keinen Hitmarker. Hier, wir gehen gleich runter. Ja. Dann ist aber Zapfenstreich, Junge. Jetzt kommen alle hoch gleich. Wir lenken sie schon mal ab von unserem Garten. Was denn? Nix, ich laufe nur runter. Strobo-Pop. Wie läufst du denn da runter? Mach's nach. Ja, sich extra hier so bei dem Busch hinstellen, weißt du? So, ja, ja. So. Ja. Gejagt. Ich hab, glaube ich, was getroffen. Unten. Oh ja, da kommt einer. Oh oh. Oh, er hat gesessen. So, der nächste. Mann, die bewegt sich so beschissen. Okay! Ja! Wir können auch rennen! Ich nehm den da! Ah. Verpiss dich aus meinem Garten, du Sau! Das ist der nächste! Achtung! Da haben sie mir doch zack schon wieder einen. Richtig? Ja. Immer welche. So, jetzt herrscht ja aber Ruhe. Ah, Messer. Messer kriegst du Knochen. Messer. Und ich probiere mal Hammer. Fleisch, Fleisch. Ja, mit Messer kriegst du Knochen. Aber wir brauchen halt Fleisch und Knochen. Machst du Knochen und nicht Fleisch? Ich auch Fleisch. Achso, ja, dann zähle ich mir die halt einfach nur noch mit Messer. Ah, wir kriegen auch Talg, ne? Den brauchen wir ja auch noch für irgendwas. Maismehl. Alles gut, das ist mein Messer. Achso. Ich hab das hier alles angeebnet und die Eule hat mir hier gleich wieder so eine Lücke reingehauen. Darf ich wieder reparieren? So. Repariert? Ja. Halt, da ist noch was drin. Die Mehl scheiß Sandwiches. So. Alle weg. Alle Leichen entsorgt. Da. Gut. Blaufichtensamen. Blaufichtensamen, jawohl. Du musst ja unbedingt einen Weg bauen. Ja, ja. Das darf ich mir jetzt wieder ewig anhören. So. Away. Was? Also. Away. Ah, aha, Bäumchen. Da war jetzt hier eine Blaufichte rein. Hier. Mach eine Blaufichte rein. So. Ich muss nur noch dieses Feld hier ein bisschen anpassen und danach geht's dann ans eigentliche Bauen. So. Pass auf. Ja, ich pass auf. Genau in diese Richtung. Ja. Kommt die Wüste. Ja. Und dann schaue ich mal damit. Eine Schaufel. Mit der Schaufel. Dann grabe ich mal ein Loch. Ich habe auch schon mal in der Wüste einfach ein Loch gegraben und geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Ich weiß noch nicht, wie tief Ölschiefer eigentlich waren. Waren die in der Steinschicht? Waren die in der noch Erdschicht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Das weiß bestimmt auch keiner im Chat, ne? Bestimmt nicht. Wir warten auf Antworten. Ja, das war jetzt eine indirekte Frage. Eine indirekte Frage, genau. So. Ich laufe halt überall hin, gell? Oben steht das Moped.
Ja, wir müssen Sprit sparen, weil wir kein Öl haben. Ja, ich hab doch getankt. Also. Ich kann auch das Moped nehmen. Ja, dann weiß ich auch nicht, warum das Moped nicht nimmt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich mal einfach auf den Boden erstmal achten. Weil hier ist alles. Warte mal. Da vorne, das ist Wüste. Zwischendurch war das mal so ein bisschen rötlich gewesen. Deiner schnauft ganz schön, ne? Ja, da geht was. So. Aber da wo ich vorhin war, waren die Kakteen auch höher gewesen. Ja, so wie der da vorne. Ja, da komme ich, lauf gerade in die Richtung. Normal. So, auch ja. Jetzt. So. Jetzt nur noch du. Schön voll. Ja, ich weiß, aber es muss weg. So. Ja, so lässt sich doch schon eher mitarbeiten. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch Lehm, dann bin ich mal gespannt, wie der Pflasterstein daran aussieht. Das stelle ich dann im Hintergrund nämlich die ganze Zeit her und dann kann ich das schon mal denken. Was? So tief war ich noch nicht. Ja, toll. So tief war doch Öl noch gar nicht. Ich weiß, wir hatten in einer unserer vorherigen Welten mal Ölschiefer gefunden und das war gar nicht so tief. Das war Haben wir aber auch nicht danach gesucht. Nee, wir hatten nicht wirklich danach gesucht, ja. Was ist denn das? Ölschiefer. Was ja. Macht man damit? Und dann später hat man es da rausgefunden, dass man damit eigentlich Benzin herstellt. Ich hatte ja alles doch schön gerade gemacht. Deswegen baue ich eine Mauer um den Garten herum. Einfach nur deswegen, weil ich da sonst nicht glücklich werde mit. So. Gut. Genau. Ich brauche Lehm. Du wirst nicht glücklich. Nein. Aber ein Hase. Sag ich mal, nur wie Blick auf die Karte. Was? Wenn du ihn nicht treffen kannst, ist es dann ein Bugs Bunny? Ich bin doch kein Roadrunner. Ja. Ja, schnell, du läufst gerade nicht auf die Straße. So, ich brauch Lehm. Was ist Lehm? Ist das Lehm? Oder ist das einfach nur Erde? Das weiß ich nicht. Da ist Lehm. Ich muss da weiter außen rumlaufen. Da, das hier, das ist doch Lehm, oder? Jawohl. So. Machen wir hier mal eine Lehmmine rein. Ein richtig schön fettes Loch, wo Zombies nachts einfach reinfallen. Genau. Finde ich gut. Und what's done ist da vorne. Oh, wieder so ein Obelisk. Der Peiniger. Ein Schwein! Das ist ein Schwein! Ich hatte erst gedacht, es wäre ein Fuchs, weil es irgendwie total komisch aussah. Ich treffe nicht immer. Jawohl. Ich setze mich erstmal drauf. Das will ich aber, finde ich aber witzig, weil in echt sind Schweine eigentlich voll schnell. Du läufst uns so schnell nicht in der Erde. Nee. Jawohl. Das wissen aber manche Menschen gar nicht. Nicht alle. Ich war mal auf dem Bauernhof, da hatte ich auch mal ein Schwein versucht zu fangen. Das war auch. Das ist genauso wie einem Huhn den Kopf umdrehen. Achso. Du musst erstmal packen, du musst es erstmal kriegen. Ja, das ist echt so eine Sache. Die sind vielleicht gar nicht so unflink, die Viecher. Aber ich habe schon mal geschafft, eine Forelle mit einem Eimer zu fangen. Hast du danach auch gegessen? Ja. Sehr gut. Meine Mama hat sich gefreut. Ich grab hier kein Lehm aus, Alter. Hab schon gedacht, kann doch nicht alles gewesen sein. Ich brauche mehr Lehm für Pflasterstein. Was? Also in etwa 20 Blöcken Tiefe oder Höhlen in der Wüste. 20 Blöcke Tiefe. 20 Block tief. Ja. Vielen Dank, ominöser Chat. Wer war das? Das war Froschi, der hat's gegoogelt. Ich dachte nicht. Das war 100%. Ölschiefer finden. 7 Days to die. Apropos 7 Days to die, wann kommt die nächste Welle? 28 und dann 35. Haben wir noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Locker. Flockig. Drum hocke ich. Jetzt bin ich schon mal hier bin, gell? Ja. Da bin ich mal gespannt, ob da oben ein Haus ist. Sehr gut. Da ist nämlich diese Stelle da. Ach so. Ja, da ist auch ja, da ist ein Haus. Ey, das ist so ein Haus. Da hat man auch mal unsere Base drin. Ja. Ja, guck, und das braucht das Gelände außenrum. Deswegen wird das wahrscheinlich da so angepasst. Ja. So. Rohstoffe.
Pflasterstein. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauchen werde. Oh, das ist ein bisschen viel. Ich glaube nicht, dass wir 600 brauchen, oder? Ich weiß nicht. Warte mal, ich habe 100. Nee, ich habe 99 Blöcke gebraucht, um einen Ring zu ziehen. Das muss ja noch ein bisschen höher. Ja. Das war die einfachste Möglichkeit, sorry. Nee, passt schon. Ist doch okay. Jetzt wissen wir Bescheid. Wir sind jetzt klüger als vorher. Ja, wieder ein Stückchen. Ja, wieder ein Stückchen. Ich mach jetzt einfach mal 500. Mal gucken. 20 Block tief. Wo ist es dann vom Nullpunkt ausgerechnet? Ich glaube einfach Oberflächenhöhe, Tiefe. Ich glaube, da kommt irgendwas auf mich zu. Aber wenn du jetzt auf die Karte guckst, oder? Ja. Das ist ein dunkler Fleck. Ja, das wird vielleicht Lehm sein. Das weiß ich nicht. So. Flump, 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 flump. Das werden wir rausfinden. Ja. Geradeaus, fast vom Wasser. Wieso? Okay. Gut. Ja, jetzt kann ich ja eigentlich schon mal anfangen, die Felder soweit zurechtzumachen. Das ist ja schon mal gut. Jo. Wo machen wir denn was hin? Ich würde sagen, hier vorne das Wichtigste, machen wir Kartoffel und Mais. Gut. Also fange ich einfach mal an. Damit nicht, damit. Zack. 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 Oh, ich bin drüber gelaufen. La 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 la. Was ist das da hier? Ist hier Lehm? Keine Ahnung. Das ist aber ziemlich schwer zu sehen hier, was ich schon abgehakt habe und was nicht. Ach, da ist noch ein Haus. Da oben ist ein Reh! Wo ist das Reh? Da oben ist das Reh. Na komm schon. So. Jawohl. So ist gut. Das ist gar nicht so. Sieht zwar nicht unbedingt aus wie Acker, aber funktioniert. Hier auf der Stelle ist es scheiße. Da sieht man echt nichts. Bleib stehen! Was machst du jetzt so? Ja, ich mache jetzt schon mal die Felder eine Stufe. Ohne, so, ohne Dünger kommt das Dünger um. Ja, ohne Dünger geht ja noch nichts. Ja! Ist erwischt. Hat's gemacht. Na, ist das jetzt? Nee, ist noch nicht. Was denn? Das muss hier irgendwo gestorben sein. Das. So. Also früher hat man das besser gesehen. Da hat es immer so ein bisschen angehoben. Mhm. Und das sah dann irgendwie so ein bisschen besser aus. Aber naja, egal. Ich habe es versucht, das Beste draus zu machen. Ich habe es versucht. So. Gut. Okay, das ist schon mal ein Feld. Da machen wir jetzt einfach mal Mais. So. Die Felder kann ich ja, auch wenn die jetzt schon bepflanzt sind, später trotzdem upgraden, oder nicht? Ja, normalerweise schon. Ich denke es eigentlich. Ja, muss normalerweise. 500 Pflasterstein ging aber jetzt voll schnell. Da, 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 da. So. Erstmal damit her. Damit. Kannst du jetzt nicht einfach so wegrennen? So, dann fangen wir einfach mal hier so an. Ja, ja. Schon recht. Ja, es hat genau für zwei Reihen gereicht. Oh Gott. Jetzt, wo ich das so sehe, ich habe, glaube ich, doch ein bisschen übertrieben mit den Fällen. Nicht das Wasser! Nicht daneben ballern. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wie sieht das aus? Okay. Ja, das ist schon komisch, gell? Oh Gott, ich brauche eine Nagelpistole. Das ist komisch. Letztes Mal habe ich Essen gesucht. Ja, und jetzt finden wir es. Hab nichts gefunden. Jetzt will ich eigentlich Ölschiefer holen. Das finde ich Essen. Nimm den Mais mit, wenn du das kannst. Wir brauchen die ganzen Samen. Okay. Oben in der Kiste aber auch noch mal rein, ne? Oh Gott.
Also hier bräuchte ich echt eine Nagelpistole. Wir haben eine. Ja. Zufällig. Die ist aber in der Base. Ja, in anderen Base. Ach guck mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so lang dauert, dass da hier so. Also ich bin versteckt. Ist das noch Wüste? Das zählt normalerweise noch als Wüste, ja. Oh Gott, das wird eine halbe Ewigkeit dauern. Oh, da ist ein Kaktus. Ah! Zu bescheuert. Eine eklige Leiche. Oh, sag mal. Komme ich also gar nichts. Bin ich jetzt mal in Ruhe. So, den nehme ich noch mit, den will der Herr Devil. Ja, der kommt bei uns hier in die Felder rein. Dann grabe ich hier mal. Gott, wird das ewig dauern mit dem Hammer. Gab's da noch was? Nee, da gab's nichts mehr Schnelleres, außer dem Hammer dann die Nagelpistole. Ja, Nagelpistole ist das Bessere. Ja. Ich würde mal eins interessieren. 1500 haben die. 1500. Und lassen sich dann nur noch mit Beton aufwerten. Da ist die Frage, was haben denn dann... Was hat eigentlich so ein Holzblock? Ups. Der hat 200. Ja, okay, das ist schon ein Unterschied. Da ist schon ein dezenter Unterschied. Egal, aber es wird schön. Wie schön das spritzt. Spritzt. Was wieder Zombies zerlegt. Ja. Ich musste. Warte, ich muss mich mal anders positionieren, dann kann ich das mit einer Hand machen. So. Also 20er Tiefe. Ja, 20 Block tief. Also hätte ich doch einfach noch ein bisschen tiefer graben müssen. Das sieht gerade gar nicht aus, als ob du tiefer graben würdest, sondern wenn man irgendwie so guckt, dann sieht es aus, als ob du einfach geradeaus graben. Ja, ich grabe immer geradeaus. Erstmal gerade und dann mache ich nach unten. Ach so. Nein. Ja. Sag ich doch. Optische Täuschung. Was? Das waren 500? Ziemlich verkacke. Okay, da brauchst du etwas mehr. Dezent mehr. Ja, ich habe aber keine Steine mehr. Joa! Du musst mir die Mine. Ja, muss ich wohl. Ey, da war was beschädigt. So. Gut, aber bevor ich in die Mine gehe, mache ich das Feld hier noch so weit. La la la. Na klar, ich habe sie mir voll beschädigt, die Erde. Deswegen. Jetzt wüsste, wie tief ich schon bin. Ne? Das kann ich rechnen. Ja, kannst du ja rechnen. Okay, die habe ich angefangen. Ich gehe sogar hier hin, geht sogar ins Tiefe. Höhe, Erhöhung minus 22. Minus 22, das heißt bei minus 42. Minus 35, okay, also ich muss noch tiefer. Ja. Ach, wir haben ja Stahl, ist ja gar kein Problem. Ja, jetzt geht's buddeln wieder schneller. Das haben wir euch nämlich erspart, wie wir hier den ganzen Scheiß gelevelt haben. Ja, viele Schaufeln haben wir hergestellt. Ja, hör bloß auf. Ich glaube, ich 2 Stunden am Stück nur Steine geklopft. Ja, auf jeden Fall. Das reicht gar nicht. Apropos, ich müsste mal wieder runter in die Mine gucken, wie weit unser Stahl eigentlich ist. Ja, wird ziemlich fertig sein. Das glaube ich noch nicht mehr. Meinst du nicht? Unser Stahl? Ich glaube, der läuft noch. Oder das Eisen, wo wir brennen. Ja, das Eisen, wo wir durchbrennen, meine ich. So, ja. Weil die Öfen, die gehen wahrscheinlich nie aus. Das dafür nachschütten, ja. Pflasterstein ist teuer, aber gut. Ja, das stimmt. Stimmt, das ist eigentlich echt so. Pflasterstein ist ein bisschen... Ja, sagen wir mal, was heißt teuer? So teuer ist es gar nicht. Man braucht halt Lehm. Minus 40? Minus 42 ist Minimum. Da bin ich mal gespannt, ob du recht hast. Jetzt kommt gleich der erste Block. Puff, Ölschiefer. Das wäre der Hammer. Das wäre echt der Hammer. Drunken Pilot, ja. Ich glaube, mittlerweile könnte ich das auch mal ein bisschen reduzieren, dass der nur alle 3 Tage kommt oder so, weil der geht dann irgendwie auf Keks. Ja, wir holen uns die Kisten ja noch nicht immer. Nee. Wo Kisten? Wieso sind denn hier jetzt überhaupt schon wieder so viele Unebenheiten? Das habe ich doch jetzt extra alles weggemacht gehabt. Vielleicht weil du angeebnet hast, also weil du so gemacht hast oder so. Achso. Nein. Nein. Ja.
wenn wir Nein sagen, beten wir darum, dass kein CE-Fehler kommt. Also, Höhe. Minus 45. Dann weite ich mal aus. Ja, einfach mal links und rechts ausgraben, immer kreisförmige Bewegungen machen, ne, kennt man ja. Genau. Jetzt grabe ich gerade. Kreisförmige Bewegungen, immer schön, gleichmäßig. So, damit kennt sich Froschi auch aus. Was? Der ist wie die Tagesschau. Wer ist wie die Tagesschau? Achso, der Typ. Ja, der Flugpilot. Reicht, wenn er alle drei Tage mal da ist. Ja. So. Ungefähr. Gut, dann Kartoffel. Kartoffel, 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 Kartoffel. Ich bin hier in meinem Loch. Dein Loch? Du hast ja gut. Was? Du bist draußen an der frischen Luft. Ja, auch nicht mehr lang. Ich gehe gleich in die Mine. Bei mir weitermachen. Eisen. Oh, du hast ja Stein. Das Witzige ist, es hat auch wieder exakt gereicht für eine Reihe. So. Aber gut sehen sie aus. Was, die Pflastersteine? Ja. Ja, gell? Irgendwie passt das auch voll zu dem Garten, finde ich. Das hat irgendwas, das erinnert voll irgendwie. Okay, also ich brauche Steine. Lehm habe ich noch genug, aber Steine. Was? Devil, was du alles weißt. Ja. Du bist schlau. Blau und schlau. Okay, es hat doch nicht gereicht für exakt eine Reihe. Ich habe nur zwei Kartoffeln übrig. Okay, dann machen wir eben eine hier und eine da. Ah, gut. Ja, blau und schlau. Nee, 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 nee. Ja, doch, das wird gut aussehen. Ich mache da noch ein paar Fensterchen rein und so. So Stuff. So, ja. Ich gehe mal in die Mine und mal gucken, was da so abgeht. Ah. Daheim, daheim. Wieso ist denn der aus? Kein, kein Holz mehr drin. Kein Materie mehr drin. Da ist kein Holz mehr drin, das muss brennen. Hallo? Ey. Ey. Wieso geht das nicht? Wieso ich kann nicht Holz... Ah, jetzt. Wieso? 112 Minuten. Ja, das geht. 82 Stahlbarren sind wir fertig. Das ist gut. So, ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon ein paar hier gemacht. So 400 Stück oder so. Und wir haben auch schon ordentlich Eisen gefarmt. Nur Steine nicht, weil die Steine, die brennen gerade in dem Ofen. Daraus wird Beton gemacht. Das ist der Steineofen. 16.800 Steine haben wir schon. Ich habe ja schon mal hergestellt. Achso, ja, stimmt. 700 Zement ist schon durch. Ja, aber leider muss ich jetzt auch Steine farmen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Wenn wir sehen wollen, wie schön die Pflastersteinwand aussieht. So, wo grabe ich denn da jetzt am blödsten? Ich kann dir Stein geben. Ach, ich gehe einfach hier runter. Ich grabe einfach den Tunnel weiter, den ich gegraben habe. Da, 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 da. So, hier war ich. Mal gucken, was ich finde. Vielleicht finde ich auch mal eine Bleiader. Das ist keine Ölschiefer. Ich finde keine Ölschiefer. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Froschi würde uns doch nicht anlügen. Nicht, dass wir auf Höhe 20 einfach sein müssen. Das wäre natürlich der Oberfail. Mir macht das nix. Ja, dir macht das nix, ich weiß. Aber vielen anderen im Chat da, also im Livestream da draußen, denen macht sowas schon aus, wenn wir hier die ganze Zeit nur am Graben sind. Was halt leider ein bisschen unvermeidlich ist. Das geht nicht anders. Das war unvermeidlich. Wir müssen an unsere Materie kommen. Woher kennen Sie das? Von Matrix, genau.